Ja, ihr Lieben, das immer wieder. Und das war jetzt gerade richtig scheiße, war das. Aber ehrlich, ja. Oh. Also wir haben dann nochmal das Notizbuch konsultiert. Genau, Notizbuch zeigen wir euch nochmal. Genau. So, ach, mach schon. So. So. Das hier ist eigentlich relativ egal. Ja. Das hier ist wichtig mit den Symbolen. Das ist wichtig, weil was davor stand, war, glaube ich, auch noch wichtig. Auf jeden Fall ist es so, auf dem Platz, Moment, geh doch mal genau an die Seite vor. Den Platz vom großen Atomtempel befindet sich das mechanische Uhrwerk. So. Genau. Und das war nämlich hier die Sonnenscheibe. Mhm. Die Sonnenscheibe und der Palast. Genau. Also der große Atomtempel und der Palast, das brauchen wir. So. Das müssen wir einstellen jetzt. Genau. Jetzt tust du erstmal den die Scheiß. Die Minute mache ich erstmal. Na gut. Aufs Auge. Aufs und wir Auge. Haben auch, es ist fast so schön wie bei den Monkey Island Beleidigungen, weil hier gibt es einen Pfeil runter. Den hatten wir übersehen. Und ja, war der echt Blau auf Blau ist auch wirklich schön. Da ging es ewig her. Was war das jetzt? Unschein Auge, oder Auge war das Auge. Oben? Und dann tu mal das Loch unten rein. Es ist nichts passiert. Ja, wir sind ja auch noch nicht fertig, du Honk. So, und jetzt in das Loch. Wo ist das Loch? Da stehst du wieder drauf. So, und das jetzt in die Sonnenscheibe. Sonnenscheibe, genau. So, und jetzt müsste es funktionieren. Ja, wir hoffen es. Und, na? Es werde Hallo? Licht. Ja. Bingo. Bingo! Dafür braucht es kein Ägyptologiestudium. Nein, das brauchst du nicht. Sondern ein Julian Hobler. Er wird immer eingebildeter. Es ist aber unglaublich. Wirklich. So, und da können wir jetzt hochklettern. Genau, aber vorher müssen wir wieder kombinieren. Und zwar der Seil mit dem Stab. Natürlich. Ja. Bevor wir das benutzen können. Ich hab das Seil an den Stab geknotet. Ich bin ja so klug. Das könnte hilfreich sein. Ja, da bist du ein Vollhonk so und dann kannst du das und da. Und hoch mit dir, so. Mit dem Stab als Widerhaken müsste es klappen. Also ich sehe da zwar nur einen Knauf und keinen Widerhaken, aber egal. Es schwebt nach oben. Ist das toll. Ein so. Phänomen. Und dann kannst du das Seil hochklettern. Sehen wir ihn klettern? Sehen Benutze wir Seil. Ich will ihn klettern sehen. Ja. Dann wollen wir mal. Hoffentlich landet er jetzt nicht in Big Whoop. Nein, wir landen direkt in Akt 4. Wow. Juhu. Warum muss ich da immer an Akt-Models denken? Ich weiß es nicht. Uff. Oha. Guck mal, die beiden Honks sind weg. Scheint niemand mehr hier zu sein. Ich bin alleine. Zum Glück steht mein Truck noch da. Yes, Party. Hoffen wir mal, dass das keine Falle ist. Ich muss Peter erzählen, was hier passiert ist. Ja, na, dann fahren wir mal zurück ins Hotel. Vielleicht warten. Ja, ach, das geht ja automatisch. Du darfst wieder. Du bist zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr geredet habt. Ich habe einiges zu berichten, Alter. Ja, okay. Dann erzähl doch mal, hast du das Grab besichtigt? Ja, das habe ich und ich wollte dir gerade einen Platz anbieten. Länger und ausgiebiger, als ich eigentlich vorhatte, habe ich geguckt. Und was willst du damit sagen? Ich bin wieder diesen zwei Schränken begegnet. die bei mir zu Hause aufgekreuzt sind, kurz vor der Gasexplosion, die sie auch zu verantworten haben. Bist du dir da absolut sicher? Was ist denn passiert? Erzähl. Sie haben mich mit voller Absicht im Grab eingesperrt, sonst eigentlich nichts. Das ist ja furchtbar. Halb so wild. Ich bin natürlich entkommen. Ich bin ja, wir sehen das Julian, sehe ich doch, Mensch. Du, das ist doch blöd. Was für ein Glück. Ist dir denn gut? Mir ist nichts passiert. Die zwei haben zugegeben, dass sie mein Haus in die Luft gejagt haben. Für wen sie arbeiten, wollten sie mir aber nicht verraten. Vielleicht wissen sie es nicht. Außerdem habe ich ihre Namen. Wie heißen sie denn? Jack Johnson und John Johnson. Jackson. Noch nie gehört. Und ich glaube nach wie vor, dass Semtec da irgendwie die Finger im Spiel hatte. Oder hat. Das kann doch jedenfalls kein Zufall sein. Was meinst du? Also ich muss ja sagen, dass mich das nun auch etwas nachdenklich stimmt. Du sagtest, dass dein Arbeitgeber vorbildlich im Bereich der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft handelt. Und dass eure Entdeckung der Schlüssel in eine bessere Welt ist. Wie poetisch. Wenn Semtec was mit der Sache im Grab eben zu tun hat,
bezweifle ich aber stark, dass diese Leute so nobel sind, wie du den Eindruck hast. Und wieso habe ich jetzt so viel Text und du nicht? Das ist doch egal. Es ist doch deshalb noch lange nicht bewiesen, dass diese zwei Affen, von denen du sprachst, im Auftrag von Semtec handeln. Außerdem hatte ich in irgendeiner anderen Folge ganz furchtbar viel Text und du nicht. Du hast nicht das erlebt, was ich erlebt habe, Peter. Ich kann es dir nicht verübeln, in der Sache noch etwas unvoreingenommen zu sein. Außerdem finde ich es besser, wenn du viel Text hast. Nein, ich aber nicht. Und was willst du jetzt tun? Ich finde auch nicht, dass ich Peter heißen sollte. Ich werde versuchen, mehr über Semtec in Erfahrung zu bringen. Wenn ich herausfinde, dass dein Arbeitgeber doch keine weiße Weste trägt, melde ich mich wieder hier. Ja, na, okay. Und du wartest und pennst. Gut, ist in Ordnung. Und wie willst du das jetzt anstellen? Mir wird schon was einfallen. Zuerst melde ich das jetzt als deinen neuen Seniorenstift an. Aber so. Sei mal vorsichtig, ne? Was du da sagst, du. Ich bin so schön, ich bin ja, so toll. Wunderbar. Ich bin der Hobler aus. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Hobler und habe von Semtec die Nase voll. Genau. Und ich bin nicht der Anton in Tirol. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns doch mal zu Semtec, ne? Yes. Ach, der ist immer noch da. So. Dann wollen wir mal hinaus mit dir. Ja. Und Taxi? Ja. Benutze Taxi. So. Semtec. Wohin soll's gehen? Nach Semtec. Ja, würde ich doch sagen, so, ne? Zahlen müssen wir nochmal, weil wir der Held in einem Adventure sind. Ja, allerdings, wenn Larry in Leisure Suit Larry 1 nicht bezahlt, dann ist er tot. Dass man dann gleich sterben muss. Ja, das ist halt so. Oder liegt ja eine Zeitung. Wo? Auf dem Schreibtisch. Oder nicht? Doch. Schau mal an. Ja, eine deutsche Zeitung sogar. Sie das? Nee, der, er ist es. Okay. Das ist ja ein interessanter Artikel. Mutierte Fische im Nil. Semtec lehnt jegliche Verantwortung ab. Damit wird gemutmaßt, dass von einem der Semtec-Labors ausgeschiedene chemikalische Verunreinigungen für Mutationen der Lebewesen im Nil verantwortlich sind. Semtec, Pressesprecher, meint hierzu völliger Unsinn. Das ist reine Spekulation. Wir sollten der Sache nachgehen. Ja, auf jeden Fall. Red da nochmal mit der Tante. Nimm das mal. Sie lassen sie schön hier. Puh. Guten Tag. Sagen Sie, Sie haben die Stelle nun bekommen oder für Sie. Nein, haben Sie die Stelle bekommen, für die Sie sich bewerben wollten? Nö. Ich war nicht mehr interessiert. Warum dieser Sinneswandel? Das ist ganz schwer zu lesen. Gehalt war mir zu niedrig. Ja, das kann ich verstehen. Ich arbeite hier auf ein Appel und ein Ei. Und glauben Sie mir, wenn Sie eine Gehaltserhöhung verlangen, haben Sie keine Chance. Aufzusteigen? Nein, aber das bleibt unter uns. Das ist so ein Kackladen hier. Selbstverständlich. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Oh, komm, die kann uns doch vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Genau, erzähl mal über Semtec. Vor allem Dinge zum Lästern. Okay. Semtec ist die Dachgesellschaft mehrerer selbstständiger Tochterunternehmen. Ja, das ist schon lauter BWL-Schnöseln und so Zeugs. Und die sind international der chemischen und pharmazeutischen Industrie tätig. Die Hauptgeschäftsfelder sind Chemikalien, Kunststoffe, Veredelungsprodukte. Und diese Schriftfarbe ist so scheiße. Pflanzenschutz und Ernährung, Öl und Gas sowie Arzneimittel. Arzneimittel? Ja, Sie haben richtig gehört. Hier in Ägypten ist in Luxor unser Tochterunternehmen Semtec Pharmaceuticals ansässig. Es ist ein weltweit führender, forschender Pharmahersteller. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf neue innovative Präparate, die zum Großteil für die Selbstmedikation vorgesehen sind. Ah, wenn Sie noch mehr über die anderen Tochterunternehmen erfahren wollen, dann kann ich Ihnen noch das Ohr ablabern. Dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin hier schließlich nur die Empfangsdame. Vielen Dank jedenfalls. Ich hätte aber noch eine andere Frage. Ja, frag sie doch von oben runter. Arbeiten ja auch zwei große, starke Typen im Anzug? Im Anzug? Hier arbeiten jede Menge Leute, die in einem Anzug durch die Gegend laufen. Wen meinen Sie denn genau, konkret? Sie sehen eher nach professionellen Schuldeneintreiber aus.
Naja, streichen Sie das, Professor. Wenn Sie hier arbeiten, sind Sie mir jedenfalls noch nicht aufgefallen. Vielleicht schleichen die mal durch den Hintereingang. Okay, und die Namen John Jackson und Jack Johnson sagen Ihnen irgendwas? Also, dass ich diese berühmten Zirkusartisten aus Monkey Island 1. Nein, so heißen die Typen, von denen ich sprach. Da kann ich Ihnen aber leider nicht weiterhelfen. Ich habe noch eine weitere Frage. Wie gut kennen Sie eigentlich Ihren Chef? Haben Sie ein Verhältnis mit ihm, oder? Nein, ich bin ihm zu alt. Leider, leider. Er arbeitet meistens länger als ich. Vor allem in letzter Zeit, sodass ich ihn nicht sehen gehe. Wie Sie sich denken können, ist er ein viel beschäftigter Mann. Meinen Sie, ich könnte noch mal zu ihm nach oben, so unverbindlich? Nein, das ist ausgeschlossen. Ach, verdammt. Tut mir leid, aber strenge Anweisungen. Wissen Sie etwas über ein Semtec-Labor, das für Mutationen der Fische im Nil verantwortlich sein soll? Nee. Na? Ja, die Zeitung schrieb darüber. Da weiß ich das hier. Soweit ich weiß, gehört das Labor zu unserem Tochterunternehmen Semtec Pharmaceuticals. Ja, das sagte ich doch schon. Es ist aber schon seit Monaten stillgelegt. Aha. Haben Sie eine Adresse für mich? Ja, Moment mal, cool. Ich bin so nett. Was auch immer, Street. Das Gebäude liegt aber etwas abseits in der Nähe eines Golfclubs oder des Golfclubs. Vielen Dank. Okay. Ich muss da mal wieder. Bis bald. Cool, jetzt haben wir eine Adresse. Jetzt können wir hier rausgehen. Oh Gott, wo ging es denn hier raus? Nach rechts, glaube ich. Nee. Auch nicht. Nach rechts geht's doch raus. Oder nach unten. Auf dem Teppich nach unten. Nach draußen, ja, hier, draußen, ja, genau. Ja. Ah, hier, okay. Gut. Taxi. Ja. Dann, wohin soll's denn gehen? Labor. So. Ja. Oh, das sieht aus wie bei Sam und Max, ne? Absolut. Das Wunder des Wassers. Einen kleinen Seitenarm des Nils reicht aus, um mitten in der Wüste eine fruchtbare Oase entstehen zu lassen. Ach, vielleicht schön. Sollten wir uns das in der nächsten Folge näher angucken. Ja, ist nur gerade Filmtime. Oh, das sieht aus wie bei Day of the Tentacle. Ja. Sehr skurril. Nur um sie gleich wieder zu verpesten. Ja, ich glaube, die Entwickler dieses Spiels waren ganz tolle LucasArts-Fans. Ich glaube auch. Gut, und an der Stelle machen wir ein kleines Päuschen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid mit Julian Hobler. Und Sam und Max. Den Dödelalm von der Alm. So ähnlich. Wenn es wieder heißt, leg dich nicht mit den Jackson-Brüdern an. Genau. Ciao. Tschüss.